Hallo Leute, willkommen im Oktogebiet und bei Part 44 von Darkstar One Broken Alliance. Und ich bin offscreen doch ein bisschen mal rumgeflogen und bin hier ins Relo-Chan-System und habe ein Artefakt eingesammelt und Eona hat mir erklärt, ja, wir haben jetzt wieder genügend für einen Ausbau, das machen wir gleich zusammen. Und ein paar Missionen habe ich geflogen, nicht viel hier, war auch relativ unspektakulär alles. Aber ich werde dann als nächstes mal hier Lonor befreien. Dann befreien wir noch Galair. Das klingt echt elbisch. Und dann machen wir mit den Story-Punkten hier weiter. Und ja, weil ich will alle Artefakte sammeln, die es zu sammeln gibt. Und halt, wir werden jetzt mal den Schiffsausbau gleich machen. Und da würde ich mal sagen, ist jetzt, wenn ich das anschaue, Rumpf 4, Flügel 4, Antrieb 3. Dann machen wir Antrieb. Diagramm. Kein Bonus für diesen Ausbau. Schiffsausbau. Okay. Ich weiß nicht, was die einzelnen Dinge bedeuten. Schiffsausbau. Höhere Waffenklasse erreicht. Auch sehr schön. Und ihr habt ja gesehen, da oben steht es wieder 3,9 Millionen habe ich. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal aufrüsten, so gut es geht. Wenn ich hier Level 7, ich weiß nicht, ob der da was hat für mich. Doch, 6er hat er. Und bisher sind wir bei 5. Also, ich will aber mal als erstes mal gucken. Die Turrets. Nein, müssen die Geschütztürme, da sind sie. Level 6. Die Rail Turrets, da bin ich ja recht zufrieden eigentlich. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. 8 und 2, also 6 pro Sekunde. 6 pro Sekunde. 28, 20, also haben schon höheren Verbrauch. Schussenergie 4,4 und Verbesserung plus 7,7. Pro Sekunde. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber wir nehmen mal 2 Rail Turrets und rüsten uns dann natürlich gleich mal damit aus. Aber da muss man dann mal entrüsten, sozusagen. Und dann tun wir mal einmal ausrüsten und nochmal ausrüsten. Und die anderen Sachen, die verkaufe ich jetzt mal. Die Vierer. Und 2 von den 5ern verkaufe ich mal so. Ich brauche zwar das Geld nicht unbedingt. Bin jetzt ganz rausgegangen. Brauche zwar nicht unbedingt das Geld, aber was soll's. So, das waren die Geschütztürme. Jetzt schauen wir uns mal die Waffensysteme an. Da habe ich ja jetzt auch Level 6 zur Verfügung. Dann schaue ich mir mal die Laser an. So. Oh, da hätte ich schon eine Verbesserung jetzt. Momentchen mal. Geheimdienstwaffe Stufe 5. 4 pro Sekunde 56, 4 pro Sekunde 40. Ah. 14 Schussenergie, 15 Schussenergie. Halt. 14 Schussenergie. Nee. Nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind mir die Geheimdienstwaffen nach wie vor lieber. Das lasse ich so. Raketen lasse ich auch so. Ausrüstung. Was könnte man denn da noch? Jammer, was war das nochmal? Scanner erkennen, wenn eigene Lage gescannt wird. Na, das brauchen wir mal nicht. Jammer Elite. Den kann ich noch nicht, weil ich habe nur eine höhere Waffenklasse. Energiesysteme, das ist auch alles beim alten Geschützturm. Da hat man schon Waffensysteme. Ausrüstung? Brauche ich da irgendwas? Nee, habe ich ja schon gehabt. Alles klar, dann sind wir ausgerüstet. Und dann machen wir mal den Abflug. Mit neuen Rail-Turrets, mit neuen Geschütztürmen und haben nicht mal so viel Geld ausgegeben, gerade mal so 40.000 insgesamt. Sternenkarte, wir fliegen jetzt nach Lonor. Um es zu befreien. Und damit wieder einer sagen kann, seht mal, da kommt der Befreier oder der neue Befreier. Schaut euch den an, da kommt der neue Befreier. Entschuldigung, ich habe dich falsch zitiert, Junge.
Wie viele sind's denn? 4 Piratenpatrouille und dann aber als Freunde werden ja weitere 8 angezeigt. Na, ob die wirklich Freunde sind, das möchte ich mal bezweifeln. Jetzt bist du dran! Ja, das behaupten immer so viele. So, der nächste bitte. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Bam. Oh, nochmal welche. Dieser Terraner lässt sich nicht abschütteln. Deine Furcht wird dein Untergang sein. Meinst du? Na, dann bin ich ja froh, dass ich mich meinem Augenblick gar nicht fürchte. Wo ist er? Da ist er. Wow, es tauchen immer mehr auf dem Radar auf. Aber unsere Turrets machen sehr gute Vorarbeit. Ouch, da haben uns gerammt. Wo ist er denn? Ach, da unten ist er. So wirst du deine endgültige Niederlage erleiden. Ja, wir sind schon unten auf 80%. Das sind schon harte Nüsse hier. Aber nur weil der eine uns so heimtückisch gerammt hat. So, noch 2, glaube ich. Ja, so ein Direktanflug auf unsere Darkstar One ist nicht gesund. Jo, Artefakt aufgenommen. Noch 4 bis zum nächsten Ausbau. Dann wenden wir uns mal der Handelsstation zu, damit wir repariert werden. Ja. Das war mal das erste System, Leute. Das ging doch jetzt mal ganz schnittig, oder? Finde ich zumindest. Die neuen Rail-Turrets haben sich mal bezahlt gemacht. So, Schiff repariert. Was haben wir hier für eine Werftech Level 4? Naja. Gut, dann gehen wir mal zur Sternenkarte. Und jetzt will ich ehrlich gesagt mal dahin, wenn ich hin kann. 7,6er, dann müssen wir irgendwo einen Zwischenstopp machen. Wo war ich denn noch nicht? Ich glaube, ich war schon über... Kilate war ich, glaube ich, noch nicht. Dann machen wir da mal einen Zwischenstopp, schauen, ob uns irgendjemand angreift oder... Ach ja, und ich habe auch eine Gang besiegt. Offscreen. War sehr unspektakulär. Hat auch nur Geld gebracht. Nur, in Anführungszeichen. Hätte natürlich lieber eine Geheimdienstwaffe gehabt, aber naja, man kann nicht alles haben. Kilate. Anarchie, Rebellen. So. Objektliste. Kopfgeldjäger, Piraten. Gibt es einen Haufen, aber die wollen im Augenblick nichts von uns. So, jetzt fliegen wir hier nach Galtair. Galtair. Klingt wieder elbisch. Jo. Dann würde ich sagen, nächstes System befreien. Hyperraumsprung. Denn wir wollen ja dann auch mit der Story weiterkommen. Aber das gibt uns halt alles Erfahrung und Geld und... Glaubst du könntest uns hier vertreiben? Irgendwie schon. Aber ich muss das natürlich mal jetzt erstmal überprüfen. Also es sind auf jeden Fall mal eine ganze Menge. Irgendwie, wenn er die anvisiert, dann kann ich die manchmal nicht direkt treffen. Ich weiß auch nicht warum. Weil ich meine, so ein schlechter Schütze bin ich ja auch nicht. Ich bin nicht der Beste, aber so ein schlechter bin ich auch. Ja, da ist einer. Ja. Wie du siehst, fliege ich auch gar nicht davon. Also, aber es sind natürlich schon viele. Das sind irgendwelche Schallwaffen oder so, glaube ich. Bam! Jetzt hat er uns gerammt. Ah, ich flieg mal. Ich
flieg mal davon, weil der uns schon wieder gerammt hat. Ich will nicht schon wieder unnötig schaden. Ja. Der Okto ist immer noch an uns dran. Na gut. Dann kümmern wir uns um den Okto. Dein Tod ist unvermeidlich. Ja. Mein Controller vibriert ganz schön mächtig. Dieser ständige Schallbeschuss stört bereits unsere Kommunikation. Ja. Ah, das ist also... Ich hatte recht, das sind Schallwaffen. So, ich musste jetzt mal einige Gadgets einsetzen. Ja, tatsächlich. Ich wollte eigentlich, dachte eigentlich, ich würde den Asteroiden nicht erwischen. So. Gleich habe ich dich. Echt? Wo bist denn du überhaupt? Okay. Artefakt aufgenommen. Noch 3 bis zum nächsten Ausbau. Handelsstation. Ich will meine Ausrüstungsteile, die ich jetzt verwendet habe, natürlich nachladen. Bevor wir jetzt dann mit der Story weitermachen. Patrouille an fremdes Schiff. Wir scannen Ihr Schiff jetzt nach illegaler Ware. Ja, nee. Bin euch entkommen. Werft. Level 2, oh no. Die haben das gar nicht da. Na, dann muss es eben ohne gehen. Gehen wir auf die Sternenkarte. Dann fliegen wir doch mal hier ins Abriachan-System. Da erwartet uns nämlich unser erster Scan, damit wir die Daten sammeln können für die 4. Forschungsstation, die uns ja Daten geben soll, aber noch nicht will. Abriachan, 1,6 Milliarden Einwohner, Okto, anarchieneutral, Dienstleistung, wohlhabend. Neue Navigationsdaten erhalten. Ah, da ist das, was wir scannen wollen. Drücke A, um das Scannen zu beginnen. Ich drücke mal A. Das ist unbrauchbar, Chiron. Wir sind zu weit weg. Alles klar. Bam. Dann fliegen wir da mal in aller Ruhe zur Anomalie hin. Wenn ich in der Vergangenheit in der Nähe von Anomalien war, dann kamen eigentlich immer irgendwelche Piraten, die uns kaputt machen wollten. Wow, schaut mal. Die Anomalie beschädigt unsere Systeme. Die Schilde gehen runter, die Anzeigen spinnen. Wir sollten diese Anomalie schnellstmöglich wieder verlassen. Dort drüben ist der Kern der Anomalie. Ich mache die Kamera fertig. Beeil dich, Chiron. Das ist unbrauchbar, Chiron. Wir sind zu weit weg. Beeil dich, Chiron. Oh ja, die Schilde gehen runter. Schaut mal, das ist jetzt aber. Okay, das Foto hätten wir. Ich speichere es ab, dann verschwinden wir. Artefakt. Oh, oh, oh. Ich bin sehr träge in dieser Anomalie. Alles klar. Warte mal ganz kurz. Artefakt in Objektliste. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht angegriffen werden. Jetzt gehen unsere Schilde eigentlich wieder rauf. Ja, ganz langsam. So. Jetzt da. Ich schau mal Objektliste. Anomalie. Jäger. Kilor Mining Limited Jäger. Okay. Ich schaue dann auch mal, da ist die Handelsstation. Soll ich mal als nächstes zur Handel? Ich gehe mal ganz kurz in die Handelsstation, um den Refill zu machen von meinen Ausrüstungsteilen. Ja, habe ich doch schon. Ich habe doch schon die Anomalie. Fliege zum nächsten Anomaliesystem. Das werde ich tun. Jetzt hoffe ich mal, dass die ein bisschen bessere Werft haben. Level 7, das sollte doch gehen. Nachbrenner-Booster, den ich aus Versehen eingesetzt habe. Reparaturbot, Schildbooster.
Jawohl. Haben wir wieder ein bisschen Geld ausgegeben. Und wir machen den Abflug, weil wir wollen ja noch zur Anomalie, zum Artefakt. Und das war hier rechts irgendwo. Objektliste, Artefakt, jawohl. So. Dann gucken wir mal, wo wir das Artefakt mal einsammeln können. Irgendwo unter uns, meint unser Zielsuchsystem. 1,1 Unit, oh, 1,2 Unit, wir entfernen uns wieder. Oh nein, oh nein, oh nein, wir wollen uns nicht entfernen. Wo ist es denn? Hallo? Ach, da, ich bin über das Loch hinweg geflogen sozusagen. So, schön gemacht. Gut, Artefakt aufgenommen. Ja, gut, dann fliegen wir doch mal. 6,9. Ha, das funktioniert gerade noch. Dann fliegen wir doch mal gleich zum nächsten System. Ich habe jetzt leider nicht gemerkt, wie es heißt, aber... Wir entfernen uns mal von dem Riesenasteroiden. Und aus dem Asteroidenfeld, damit wir springen können. Habe ich wieder nicht gesehen, wie es heißt. Ah, zum Scannen beginnen. Nochmal, kleinen Moment. Das ist das Kenoa-System. Neue Navigationsdaten. Wo ist das denn da? Wieder in einem Asteroidenfeld, oder? Ich fliege mal so auf 3,5 Units ran. A Pirate! Wie viele? 4 Stück. Sind die jetzt zufällig da oder wollen die verhindern, dass wir da einen Scan machen? Dein Verderben ist unausweichlich. Schaut mal, wieder. Vorsicht, siehst du den Okto? Ja, ich sehe ihn. So. Das hätten wir. Ich mache die Kamera fertig, damit wir die Anomalie fotografieren können. Dankeschön, Iona. So, wir müssen näher ran. Flieg mal ein bisschen mit dem Nachbrenner. Sagt sie jetzt wieder, dass unsere Schilde abnehmen? Ja, schaut mal, die Schilde werden wieder weniger. Bam. Das hat aber gesessen. Muss mal aufpassen, weil die Schilds können uns echt scannen. Hübsches Foto. Ich speichere es kurz ab, dann nichts wie weg. Gute Idee. Boah, diese Anomalie sind ja aber echt ganz schön träge. Ah, ich stelle mir gerade vor, was passiert wäre, wenn diese Piraten uns mitten in der Anomalie angegriffen hätten. Wir so langsam wären. Na gut, dann wären wahrscheinlich die Piraten auch sehr langsam gewesen, aber boah, das hätte ein interessanter Kampf werden können. Ja, Leute, das System hier, das sieht etwas heftiger aus. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon machen will. Nee, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und wir machen dann das Tetsutiak-System
im Terraner-Gebiet, wohlgemerkt in einem Terraner-Cluster, und der Terraner-Cluster heißt Sirius. In den Sirius-Cluster, da fliegt mir dann im nächsten Part von Darkstar One Broken Alliance. Also bis dann, ciao!